Studienlage zu Kältetraining in Bezug auf das Immunsystem ist relativ dünn und wird kontrovers diskutiert. Das Ziel von unserer Studie im Labor ist es, die entscheidende Komponente herauszufinden, die dazu beitragen kann, ob das Kältebad einen positiven Einfluss haben kann auf den menschlichen Körper. Tief durch die Nase einatmen, Mund ausatmen. Okay, und die Zeit läuft. Die Probandin wird jetzt 5 Minuten in 10 Grad kaltem Wasser verbringen. Und während dieser Zeit werden wir die Körperkerntemperatur kontrollieren, aber auch überprüfen, wie sich die Herzfrequenz verändert und die subjektive Wahrnehmung. Dann darfst du mir bitte noch mal sagen, wie sich das anfühlt für dich, die Wassertemperatur? -4 immer noch. -4, sehr kalt. Und wie empfindest du das -4? Ich würde sagen 3. Sehr unangenehm. Das Problem ist tatsächlich, dass es sehr viele beeinflussende Parameter gibt in diesem Bereich. Beispielsweise, wie lange bade ich, bei welcher Temperatur bade ich. Und natürlich haben auch die Probanden selber einen riesen Einfluss auf den Effekt des Kältebades. Da spielen wesentliche Rollen, wie beispielsweise der Trainingsstatus, der emotionale Zustand von den Probanden, aber auch, wie stehen sie dem Ganzen gegenüber. Mir hilft die Kälte jeden Tag aufs Neue, mich einfach selber nochmal zu spüren und wie so einen kleinen Reset zu machen im Nervensystem. In meinem früheren Leben war ich Unternehmensberater und habe dann vor einigen Jahren für mich festgestellt, dass das nicht unbedingt der gesündeste Lifestyle ist, den man haben kann, sondern dass man da sich viel mehr um den Körper kümmern muss. Und hier war für mich das beste Instrument, was ich irgendwie finden konnte, war eben die Kälte. Mein Name ist Rolf Duda, ich bin Biohacker und strebe danach, die beste Version von mir selbst zu werden. 2014, da hatten wir eine Fehlgeburt. Und ich habe das erste Mal gemerkt, dass sich das, was ich gerade tue, eben nicht mehr richtig anfühlt. Nach diesem Ereignis bin ich im Januar in den Thuner See hier gegangen. Der hatte damals so vielleicht 5-6 Grad. Und das war dann wie ein magischer Moment. Also von einer Sekunde auf die andere war ich einfach bei mir. Das heißt, ich war das erste Mal vollkommen mit mir im Gleichgewicht. Hab mich selber wahrgenommen, gespürt und auch gemerkt, dass nachdem dieser erste Schockmoment vorbei war, ja, ich selber Ruhe und Kontrolle in meinen eigenen Geist bringen konnte. Und das war ein Gefühl, was mir bis zu diesem Zeitpunkt völlig fremd war. Grundsätzlich ist es so, dass die Exposition gegenüber Kälte so einen Arousal-Zustand auslöst. Das heißt, man wird aktiviert, auch nicht nur körperlich, sondern auch psychisch und fühlt sich für einen Moment eher wacher und präsenter. Mein Name ist Katharina Hüfner. Ich bin Fachärztin für Neurologie sowie Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin und habe eine Universitätsprofessur für Sportpsychiatrie. Wenn eine Stressreaktion ausgelöst wird, dann gibt es ja immer einen bestimmten Stressor, auf den sich dann der Körper und die Psyche fokussiert. Dann wird eben alles darauf ausgerichtet, diesen Stressor zu bewältigen und alles drumherum wird sozusagen in dem Moment vernachlässigt. Kälte ist für mich halt mittlerweile ein Werkzeug. Also auf das will ich nicht verzichten, weil das dich einfach in null Zeit in eine Extremsituation bringt. Und in der Kälte siehst du, wie du dich in schwierigen Situationen verhältst. All die verrückten Ideen, die man sich selber aufsagt, wie ich kann das nicht oder ich muss früher raus, die in der Kälte hochkommen, die werden auch in jeder anderen schweren Situation in deinem Leben eben aufpoppen. Und das zu beobachten und gleichzeitig zu wissen, dass du selber die Kontrolle hast, dich aus dieser hohen Stressphase wieder runter zu regulieren und Kontrolle in deinem Leben zu übernehmen, das gibt dir eine unglaubliche Power und hilft dir natürlich in allen Lebenssituationen. Bei einem extremen Kälteerlebnis schaltet unser Hormonsystem auf Alarm. Kälte bedeutet für unseren Körper Stress. Das führt zu einer Ausschüttung der Stresshormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin. Interessanterweise werden aber auch Endorphine, also Glückshormone, ausgeschüttet. Sie tragen dazu bei, dass wir uns trotz der Stressreaktion nach dem Kältebad gut fühlen.
Nachdem ich die Kälte einmal kennengelernt habe als Freund, konnte ich nicht mehr darauf verzichten. Und versuche jetzt, das Wissen anderen mitzugeben. Erst recht ist das, wenn wir sagen, jetzt schreien wir mal beim Ausatmen. Die Freiheit, die ich mir immer gewünscht habe, die kann ich jetzt spüren. Und die kann ich jetzt sogar leben. Ganz tief ein, beim Ausatmen, mach mal Deutsch und Die Technik hinter diesem Eisbaden ist, dass wir erstmal erkennen, in welchem Zustand unser Körper sich befindet und dann willentlich eine Entscheidung treffen, dass wir uns herunterregulieren wollen, also aus dem Stress eben rauskommen wollen. Und das Tool, was uns da hilft, ist die Atmung. Auch jetzt spüren wir nochmal den Körper rein. Ganz ruhig weiter. Das Besondere an der Atmung ist, dass man über das bewusste Atmen und auch das verlangsamte und tiefe Atmen den Parasympathikus, den Nerv, der eben für die Entspannung zuständig ist, aktivieren kann. Und darüber kann man sozusagen von einer Stresssituation, wenn man sich sehr angespannt fühlt, bewusst sich in eine Entspannungssituation begeben. Ja. Einfach atmen. Bei meinen Events gehen. Wir nicht nur kalt baden, sondern wir gehen ja auch kalt wandern in Badehose durch den Schnee. Und eben durch eine sehr ruhige, gleichmäßige Atmung kann ich dann in Kontakt mit meinem Gehirn treten und sagen, hey, wir sind gerade sehr gestresst, das ist eine Extremsituation, aber schau mal, so will ich mich nicht fühlen. Und dann fragt mein Gehirn logischerweise noch ein paar Mal nach, Junge, bist du sicher? Ja! Wir sagen ja, und so regulieren wir uns Stück für Stück eben nach unten wieder. Die Regulationsfähigkeit von meinem Körper, die hat sich natürlich massiv erhöht durch das Ganze. Was ich merke, ist, wenn ich jetzt irgendwo rausgehe zum Beispiel, dass ich einfach weniger Kleidung nutze, dass ich im Auto die Sitzheizung, die hat mich ewig nicht mehr begrüßt. Letzten Endes brauche ich einfach weniger Wärmequellen, weil man sich seine eigene Körperheizung sozusagen antrainiert hat.